Anlässlich des 70-jährigen Vereinsgeburtstages veranstaltete die Kegelabteilung des TSV Fortschritt Mittweida am 3. August ein hochrangiges Kegelturnier. Auf den Bahnen am Schützenplatz traten an eine Mittweidaer Auswahl mit Rot-Weiß Zerbst, der dreimalige Champions League-Sieger, sowie die Zweitligateams des TSV Zwickau und der SG Grün-Weiß Miltheuer. Der Abteilungsleiter Kegeln beim TSV Fortschritt, Dietmar Zimmermann, begrüßte die Gäste und Zuschauer des Turniers, darunter auch die Ehrenvorsitzende des TSV Fortschritt Renate Winkler und Oberbürgermeister Ralf Schreiber. Auch wenn die Kegelfreunde sich erst 1958 innerhalb des Vereins TSV Fortschritt Mittweida zusammenfanden, feierten sie das Jubiläum gern mit. Der Kunststoffbelag der 6 Kegelbahnen am Schützenplatz konnte beweisen, dass er hochklassigen Kegelsport gut verträgt. Schon im ersten Spiel traf der 14-malige deutsche Meister sowie dreifache Champions League-Sieger und achtfache Weltpokalsieger SKV Rot-Weiß Zerbst auf die Auswahl des TSV Fortschritt. Für die Mittweida spielte eine Auswahl aus verschiedenen Altersklassen. Mit Sandra Grieshammer, Oliver Voss, Kerstin Steger, Michelle Hartwig, Thomas Troll und Uwe Ruppert vertraten die erfolgreichsten Aktiven der vergangenen Saison den TSV Fortschritt. Einige waren auch schon bei deutschen Meisterschaften dabei. Die Zerbster befinden sich gerade in der Vorbereitungsphase auf die neue Saison. Dafür sind sie auf der Suche nach immer neuen Bahnen, auf denen sie trainieren können, erklärte Dietmar Zimmermann. Und so kam es auch zur Zusage an diesem Turnier. Natürlich müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Die Anlage in Mittweida verfügt über 6 Bahnen, so wie es bei Bundesliga-Teams üblich ist. Das überzeugte die Verantwortlichen in Zerbst. Auch die Kegler aus Zwickau und Miltheuer nutzten zur Vorbereitung die guten Bedingungen in Mittweida. Für den SKV starteten Manuel Weiß, Florian Fitzmann, Matthias Weber, Fabian Seitz, Timo Hoffmann und Jürgen Pointinger. Im ersten Durchgang konnte sich Manuel Weiß gegen Sandra Grieshammer durchsetzen. Der Zerbster Neuzugang Florian Fitzmann konnte seine anfängliche Nervosität ablegen und gegen Oliver Voss mit 3:1 spielen und 641-570 Kegeln die Oberhand behalten. Schweren Stand hatte auch die Mittweidaerin Kerstin Steger, denn ihr Gegenspieler Matthias Weber überzeugte mit 666 Holz und Bahnrekord sowie dem Gewinn aller 4 Sätze. Am Ende des Jubiläumsturniers lagen die Zerbster mit einem Gesamtergebnis von 3.800 Kegeln, das bedeutet Mannschaftsbahnrekord, deutlich vorn. Das Team aus Miltheuer wurde mit 3.496 Zählern Zweiter und der TSV Zwickau kam mit 3.392 Holz auf den 3. Platz. Mit 3.324 Kegeln landete die Auswahlmannschaft des Gastgebers auf Platz 4.